Okay. wie viel, wie. Okay, alles ist gut. Seit dem letzten Mal, also ich habe den Kaffee rausgeschnitten und ich bin dann extra wieder in diese Treppe gegangen, weil es hier weitergeht. Und es war richtig, dass ich den östlichen Weg gegangen bin, weil hier kann man ein paar Schätze holen. Und war mit mehr Jungfrauen reden. Oh, es scheint, als wurden unsere Gebete erhört. Okay. Aber diesen Dungeon mag ich irgendwie jetzt nicht so richtig. Weil der ist einfach unübersichtlich, der ist einfach zu groß. Wenn das Meer sein schützendes Licht verliert, werden wir zu Schaumblasen und lösen uns nichts auf. Okay. Sag was, eine von uns ging an die Oberfläche und ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Hoffentlich steckt sie nicht in die Schwierigkeiten. Wirklich? Warum könnt ihr eigentlich unter Wasser atmen? Sehr merkwürdig. Frag mich nicht, frag mich nicht. Zu viel Geld. Und jetzt so. Helft uns und rettet das Meer. Stellt das Leuchten des Wasserkristalls wieder her. Hat sich das gerade gereimt? Hey! Sagt mal, sind das Kristalle, die ihr bei euch trägt, etwa die aus der Legende? Wer seid ihr überhaupt? Gute Frage. Nächste Frage. Hey! Ihr befindet euch im obersten Stockwerk des Tempels. Das Chaos des Wassers hat sich passenderweise im untersten Stockwerk eingenistet. Ja, also wir müssen den anderen Weg gehen. Antidot. Ihr kennt doch bestimmt den Turm Mirage, oder? Der steht auf dem östlichen Kontinent inmitten einer Wüste. Ich habe kürzlich gesehen, wie dort jemand hineingegangen ist. Und zwar begleitet von einem Glockenläuten. Ach, ich hasse das, wenn diese komischen Striche kommen. Das Chaos, das Wasser so möchte. Wenn es weiter in seinen Unwesen treibt, wird das Wasser bald aussterben. Geht klar. Ich müsste eigentlich noch mehr Schätze finden. Es gibt Diamantrüstung. Oder habe ich das falsch gelesen? Ach, hier sind die Schätze. Okay, da habe ich schon. Ey, da will ich ran. Hier gibt es bestimmt eine. Kann man bestimmt irgendwie hin. So. So. Ob der Kristall jemals wieder leuchten wird, oder werden wir einfach zu Schaumblasen und einfach zerplatzen? Verpiss dich, Dankeschön. Rüsten wir das mal kurz aus, was wir alles haben bisher. Diamantreif. Nein, hab ich noch nicht. Diamantschild. Wir machen ihn zu einem Diamantenretter. Hey. Okay, dann müssen wir jetzt extra. Ah. Wie zum Geier komme ich zu diesem Dix-Teil? Ah, man muss Umwege hier machen. Verstehe, verstehe. Diamanthandschuhe. Diamanthelm. Rosetta-Stein erhalten. Den soll man irgendwie angeblich für später brauchen, merke ich mir. So. Rosetta-Stein, Rosetta-Stein. Ich darf nicht durch, das ist so geil. Rüsten. Diamanthelm. Diamanthandschuhe. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt alles Truhen, oder? Ja, wie zum Geier komme ich auf die andere Seite da? Warte mal, muss ich dann so? Es muss eine Möglichkeit geben. Es muss eine Möglichkeit geben. Warte mal. Oh. Wollte mich doch verarschen, Mann. Okay. Wir sehen uns beim anderen Weg nach unten. Und wenn ich die Truhe da hinten bekommen habe, sage ich euch, wie ich das gemacht habe. Also bis gleich. Okay, es geht weiter. Ach ja, was ich erzählen wollte. Man kann ja gegen die Bosse hier kämpfen. Also Skarmiglione und die ganzen anderen Viecher. Das sind die Bosse von FF5 und alle. Also was ich sagen wollte, das sind ja die Bosse von FF5.
Warte mal, wir haben doch bisher... Ich war doch schon hier, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Okay, die haben hier bisher... Ach, das habe ich vergessen. Das habe ich beim Rumkämpfen gesehen. Glotzauge. Seeschlange, Seeskorpion, Seetroll, Geist, Wasserelementar, Lindwurm, Tyrannosaurus. Ich war doch hier schon, oder? Ich habe gestern aufgenommen, den Part, und den hab ich behindert. Okay, einfach nach oben. Verdammte Scheiße, die sind alle auf Level 63. Heilra 25, ja geht. Okay, komm. Speicher einfach mal. Wie ihr seht, Level up aber richtig. Das ging ja schnell. So. Das ist doch nicht deren Ernst. 110 Gil. Das ist nicht deren Ernst, wie viel... Okay. Verdammte Scheiße, ich will mal auch ein Wort zu Ende sagen. Dieses Video besteht aus 2 Minuten Kampf bestimmt schon. Geschafft. Ah, mein kleiner Bernd wird immer vergiftet. Immer wieder, immer wieder. Soll ich mehr Potions benutzen? Ja, kann ich ja machen. Ich habe ja genügend davon. So. Und du brauchst auch mal ein paar hier. Und irgendwie geht deine Lebensanzeige nicht höher. Also 999 ist das höchste, was man bekommen kann. Scheiße. Oh, na, 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 na. Wieso ist der kleine Bernd immer so anfällig an Gift? Ich glaube, ich kriege dieses Projekt locker unter 30 Parts. Riesenhandschuhe, okay. Ach ja, ja. Also in jedem Dungeon, also in der Feuergruft, in der... Erdhöhle oder Altar der Erde und die ganzen Windfüsterhöhle und alle kann man gegen die ganzen Bosse aus FF6, 5, 4 und 3 kämpfen. Und Skarmiglione habe ich außersehen aus FF4 kennt ihr bestimmt, besiegt, und ich hoffe, den kann ich noch zeigen. Wenn nicht, dann tut es mir echt leid. Und ja, ich werde ganz alle Höhlen machen, alle Dungeon. In Komplettlösung steht, man könnte eine machen, aber ich zeige euch alle Bosse. Beim einen sind das irgendwie 40 Etagen, also 40 Ebenen. Also die Schneidearbeit dann. Okay, von da kam, oder? Von da kam ich. Lichtachs. Ich habe eine Waffe bekommen, Drachentöter. Ach so. Okay, ich brauche noch ein neues Schwert. Ach ja, wenn man die ganzen Bosse macht, kann man das Ultima-Schwert holen. Für die Leute, die sich dafür interessieren, so. Scheiße, mal Level 64. Schleife. Okay. Warte, von da kam ich doch, oder? Nein. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Oh, ich hoffe wirklich, dass ich nichts vergessen habe. Okay, da gibt es einen Weg dahin. Aha!
Okay, und was ist der Weg? Nichts. Geht mir zum Boss, also gehe ich noch den anderen Weg mal gucken. Ich glaube, wenn ich beim Boss bin, bin ich Level 65. Also, weil ich nicht beim Boss bin, bin ich Level 65, würde ich mal sagen. Alles für nichts. Okay. Warte, komme ich da zum Boss? Okay. Unnötig angeguckt. Okay, da gibt's auch nichts. Das haben wir auch. Dann kommt der verfickte Boss. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Achso, da. Okay, heilen. Vigra. Und speichern wir mal. Und zum Boss. Hoho, ihr hirnlosen Landbewohner. Eure verzweifelte Hartnäckigkeit amüsiert mich. Oh, die Kugel spricht zu uns. Also, ich werde alle Bosse machen für euch. Ach du Scheiße, wer bist du denn? Doch, ihr befindet euch in meinem Reich. Denn ich bin das Chaos des Wassers, Aquadon. Diese dunkle Tiefsee wird eure Grabstätte sein. Werden. Hässliches Monster sei... Ah, warte mal. Wenn ich schon dabei bin, mache ich Proterra auf alle. Und ich mache dann Blitzka auf dich. Damit haben wir unsere Verteidigung erhöht und besser geschützt. Blitzka. Das muss jetzt richtig viel abziehen, obwohl, weil ich gelevelt habe. Dun dun dun. Kannst du noch irgendwas anderes machen? Hast du nicht Mumm oder so? Ausweich, ja, das ist gut. Da trifft die Attacken von ihr auch nicht so sehr. Transbra. Ich bocht mich jetzt kaputt, richtig. Haha, zu wenig Schaden. Ach, der Boss ging auch wieder zu schnell. Ich habe auch gar nicht meine Fähigkeiten gezeigt, die ich eigentlich habe. Und wir haben den Wasserkristall. Jetzt tauchen alle wieder auf wie Schattendoppelgänger und... Yay! Boah, weißes Licht. Yay! Hey! Jaula! Laula Welle! Hey! Höhle der Genese, wo ist das so da? Egal, werde ich sowieso später rausfinden. Was ist los mit dir? Oh! Juhu! Okay, da gehen wir mal raus. Kein Bock mehr. Und wir sehen uns das nächste Mal.